Mein Name ist Tanja Wöhler. Ich bin Abteilungsleiterin Turn und Gymnastik von der SG der 05. Wir haben bei uns im Sportverein auch die Corona-Regeln versucht umzusetzen. Ich habe die bei mir für die Turnabteilung noch ein bisschen verfeinert, weil wir doch im Bereich Kinder und Jugendlichen und dann vor allem mit Geräten unterwegs sind und zu tun haben, sodass wir da noch ein paar zusätzliche Regeln aufgestellt haben. Wir haben einige Gruppen, wie man sehen kann, die noch draußen im Stadion trainieren. Das lassen wir auch bis zu den Herbstferien teilweise. Manchmal ist es übungsleiterabhängig, weil sie sagen, sie möchten nicht in der Sporthalle trainieren, weil ihnen die Gefahr einfach zu groß ist. Und teilweise ist es auch einfach gruppenintern so geregelt, dass sie sagen, sie möchten lieber draußen sein, weil sie sich da wohler fühlen als in der Sporthalle. Aber ansonsten hätten wir auch in der Halle unsere Corona-Regeln, sodass wir ein Infektionsrisiko eigentlich möglichst gering halten. Dennoch haben wir von der Turnabteilung es unseren Übungsleitern freigestellt, ob sie sagen, sie möchten Training wieder anbieten oder nicht. Weil wir sagen, wenn ein Trainer im Risikoalter ist oder weil man einfach zu große Angst vor einer Infektion hat, haben wir gesagt, stehen wir auch vollkommen dahinter, wenn man sagt, ich pausiere noch das Training oder ich mache das Training draußen mit total anderen Umständen und nicht so, wie ich es in der Halle durchführen würde. Für mich selbst ist es, ich bin im Kinder- und Jugendbereich tätig und wenn ich wieder in die Halle gehe, weil das Wetter es draußen nicht mehr zulässt, würde ich mich selbst mit dem Mund-Nasen-Schutz schützen, mich selbst und aber auch die Kinder, dass man da nichts irgendwie übertragen könnte. Also in der Regel ist es so, dass die Eltern draußen warten, wenn die Eltern irgendwie eine Frage haben und mit uns reden wollen, dann halt nur mit Mund-Nasen-Schutz. Es ist total schön, die Kinder zu sehen, dass die wieder zusammen spielen können, zusammen toben können, sich auspowern können. Und denen macht das super viel Spaß und das Lächeln auf den Gesichtern, das macht es alle Mühe wert. Und dazu kann ich auch sagen, dass ich mich auf jeden Fall freue, wieder zurück in der Halle zu sein und den Kindern Freude dabei zu bereiten, irgendwie neue Sachen zu lernen und das Lachen jeden Tag zu sehen.